Servus Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Bundesliga-Prognose. Diesmal Mainz 05 gegen den FC Bayern München. Das Matchballspiel für die Meisterschaft. Denn wenn die Bayern hier heute gewinnen, ja, dann ist die Meisterschaft durch. Dann ist es rechnerisch nicht mehr möglich, den Titel nicht zu bekommen. Und man darf sich auch auf Rückkehrer Lewandowski freuen. Deswegen lasst uns doch gleich starten. Wie immer gilt, die Aufstellung basieren auf den voraussichtlichen Aufstellungen und Kadern von kicker.de. Ich übernehme also wie immer keine Gewähr, dass die Jungs auch wirklich so spielen, wie es hier dargestellt wird. Natürlich wie immer auf Weltklasse. Und damit herzlich willkommen hier in der Opel Arena an diesem Samstagnachmittag. Es ist der 31. Spieltag. Mainz 05 empfängt den FC Bayern München zum Meisterschaftsfinale vielleicht. Mainz kann die Sache nochmal ein kleines bisschen spannend halten, wenn es ihnen hier gelingt, den Bayern zumindest mal einen Punkt abzuringen bei gleichzeitigem Erfolg von Leipzig. Muss man aber erstmal sehen. Bayern natürlich heiß auf den 9. Titel in Folge. Gerüchten zufolge könnte mit diesem Titel auch der 5. Stern aufs Trikot wandern. Mal sehen. Wieder dabei ist Robert Lewandowski, voraussichtlich, endlich, werden die Bayern-Fans sagen, die wandelnde Torgarantie wieder auf dem Platz. Ja, beide Mannschaften kommen einer Siegesserie. Die Mainzer zuletzt 2 Siege in Folge, die Bayern 4. Also hier wird niemand mit kleiner Brust auftreten. Die Gesamtstatistik spricht allerdings klar für die Bayern. 29 Mal gab es die Partie Mainz gegen Bayern, BZW Bayern gegen Mainz. Die Mehrzahl dieser Spiele haben die Bayern gewonnen. Aufstellung Mainz 05, Zentner am Tor, davor Dreier, Abwehrkette, Niakate, Bell, Juste, davor Chor. Okay, das wird die andere Auslegung. Boetus, Mene, Glatzel, Burkhardt vor dem Sturm. Eigentlich sollte das eher 2 Dreierketten da. Schön, ja, dann Emilio da Costa zusammen mit Kroa in der Dreierkette und dann noch, ja. Bei den Bayern Neuer im Tor, davor Davies, Alaba, Boateng, Pavard, Goretzka, Kimmich, Roman, Müller, Sané und ganz vorne drin Lewandowski. So ein relativ gewohntes Bild. Ich finde es schade, dass FIFA das manchmal was durcheinander würfelt, was ich hier zurecht bastle. Ich tue mein Bestes, damit es so weit passt wie möglich und dann spielt das Spiel mir einfach so einen bösen Streich. Naja, was soll's. Mainz zunächst am Ball, Niakate, ich entschuldige mich immer dafür, wenn ich einen Namen ein wenig butcher, Mwene, bleibt da am Ball, Chor, auf Da Costa, werden die Mainzer den ersten Angriff haben, das machen sie bis hierhin sehr gut, Da Costa bleibt am Ball, welches wo er hinspielen könnte, macht es dann doch selber und verliert den Ball dadurch, Alaba, Coman, Davies, dann ist der Ball sicher. Jetzt also der FC Bayern mit der vielleicht ersten offensiven Aktion. Kimmich, Lewandowski, Goretzka, Müller, wieder auf Goretzka, Thomas Müller, Sané, geht da was, Flanke, aber Zentner ist dazwischen. Goretzka, Müller, Bayern bleiben am Ball. Jetzt hat Müller den Ball verloren. Burkhardt, Da Costa, weiter Pass auf Glatzel. Wer den Ball aber gegen Boateng verliert, Goretzka. Pavard. Ja, Serge Gnabry könnte heute wieder im Kader sein, aber ob er spielen wird, ist natürlich eine andere Frage. Ich habe ihn hier auf der Bank. Also er kann definitiv hier reinkommen. Goretzka. Ist aber gefährdet, eine Gelbsperre zu bekommen. Davies! Da hätte er früher abspielen müssen. Wollte es da alleine machen, das war natürlich der Fehler. Barreiro. Da Costa. Weiter Pass nach vorne, aber da kommt keiner ran. Pavard dazwischen. Kimmich, Müller, Sané, Lewandowski, Sané. Bayern wollen da Druck machen, aber findet noch nicht die Lücke. Kimmich. Goretzka. Ballverlust gegen Bell. Das machen die Mainzer gut, machen die Räume eng, suchen die Zweikämpfe und gewinnen sie auch. Mene, Boetius oder ja, wie gesagt, Entschuldigung, wenn ich den Namen da ein bisschen butcher. Fällt mir manchmal schwer zu deuten, wie der Name richtig ausgesprochen werden soll.
Vene, Boetius. Und der Ball wieder bei den Bayern. Noch keine Torchance auf beiden Seiten bis hierhin. Gleich 28 Minuten gespielt. Vielleicht ja jetzt Sané, das ist kein Abseits, das ist Platz. Sané flankt aber nicht, sondern verliert den Ball da. Das war nicht so clever gemacht. Vene, Boetius. Ja, wer wird hier die erste Torchance haben? Noch ist es ja ein Spiel der Abwehrreihen, die ihre Aufgaben natürlich sehr gut machen. Das sorgt allerdings nicht für sehr viel Spannung. Vene, Boetius könnte da, aber legt sich den Ball zu weit vor. Sané zwischen Kimmich, Alaba, Kimmich auf Lewandowski, Sané. Goretzka mit einem weiten Pass da auf Coman, aber da kommt keiner dran. Ball im Aus, Abstoß vom Tor der Mainzer. Ich habe bislang nicht viel los bei Robert Lewandowski. Aber gut, war lange verletzt, der muss jetzt auch erstmal wieder warm werden. 4 Wochen sind schon lang für so einen Stürmer. Braucht aber Tore, wenn er den Torrekord von Gerd Müller einstellen möchte oder sogar brechen möchte. 5 fehlen mir noch. Davis ist leicht verletzt, wird mir gerade eingeblendet. Hat sich wohl im kleinen Duell oder beim Laufen verletzt. Und Foulspiel, Mainz 05, Freistoß für den FC Bayern. Glatzel dagegen, Boateng, richtig gesehen habe. Muss auch erstmal schaffen, diesen wandelnden Mammutbaum umzureißen. Boateng ist ja nun wirklich kein halbes Hemd. Also, durchaus eine Leistung von Glatzel. Müller, Lewandowski, Kimmich, gleich Halbzeit, noch immer 0:0, noch immer keine echte Torchance. Nicht mal eine halbe. Keine der beiden Mannschaften hat bislang auch nur einmal aufs Tor geschossen. Da Costa gewinnt den Ball da für Mainz. Glatzel verliert den Ball da fast, bleibt aber dran. Chor hat ihn verloren. Müller. Kommt da noch was vor der Halbzeitpause? Coman. Ballverlust, Pereiro und eine Halbzeit. 0:0 gehen wir in die Pause, keine Torchance. Hier ist de facto nicht wirklich was passiert, außer dem Foul von Glatzel an Boateng. Da kurz vor der Halbzeitpause. Es ist zu wenig, um den 9. Titel sicher dicht zu machen. Aber wenn Leipzig nicht gewinnt, generell gar keine Punkte holt, dann kann dieses Unentschieden natürlich auch schon reichen. Oder wenn man einen Punkt sollte auch okay sein. Müsste dann rechnerisch auch hinhauen. Dennoch zu wenig. Wir sehen Statistik, keine Tore, keine Schüsse, dadurch keine Schüsse aufs Tor. Ballbesitz 46 bei Mainz, 54 bei den Bayern. 2 Kämpfe, 6:5, da haben die Mainzer mehr. Das haben sie sehr gut gemacht in der Defensive. Keine Fouls, kann man nicht sagen. Es gab ja das eine von Mainz, aber keins bei den Bayern. Keine Karten, eine Verletzung bei den Bayern, wir haben es gesehen. Davies ist leicht verletzt, sehen wir uns gleich nochmal an. Abseits gab es keins, Ecken gab es keins, Schussgenauigkeit 0. Passgenauigkeit 79 bei Mainz, das ist ein bisschen bitter, und 94 bei den Bayern, aber draußen entstanden ist da nichts. Hier sehen wir die Verletzung, Leichtverletzung bei Alphonso Davies in der 19. Minute schon. Wird die Bayern nicht gerade freuen? Zweite Halbzeit. Soweit keine Wechsel, Davies kann also weitermachen. Gewagt. Barrero, die Mainzer hier gleich mal Richtung Bayern-Tor unterwegs, aber da gleich geklärt. Lewandowski, Davies, langer Pass auf Müller, Lewandowski, Kimmich, Müller, Sané mit der Chance, Tor. Da war die Lücke, gut gesehen, und Leroy Sané macht dann das 1:0 für den FC Bayern. Natürlich kein Abseits. Das war einfach nur gut gemacht. Sieht man es nochmal. Müller sieht da Sané. Man ist schon so gewohnt, Lewandowski zu sagen. Perfekt in die Lücke den Pass gespielt. Sané hat da alle Zeit der Welt, den Ball zu platzieren. Da hältst du dann nichts mehr. Kommt ein bisschen aus dem Nichts.
Aber so ist es eben manchmal. Da kriegt der Gegner ein einziges Mal eine richtig gute Chance. Die nutzt er dann eben. Die Bayern kennen das. Ist ihnen so gegen Paris ergangen. Im Hinspiel. Also bei aller Kritik, die man durchaus an Sané auch mal richten kann zwischendurch, das hier hat er sehr, sehr gut gemacht. Und da war fast die Antwort der Mainzer, aber ein Abseits von Barrios. Wir sehen es uns nochmal an. Da kommt die Linie, ja, definitiv Abseits, keine Diskussion. Wäre aber eine schöne, direkte Antwort gewesen auf dieses 1:0. Damit die Bayern natürlich jetzt, Stand jetzt, zum 9. Mal in Folge deutscher Meister. Mehr wird es die Saison auch nicht geben. Jetzt wechseln die Bayern. Serge Gnabry kommt für den Torschützen Leroy Sané. Interessanter Wechsel. Du schießt das Tor und dann wirst du ausgewechselt. Könnte beim Spieler auch falsch ankommen. Aber Serge Gnabry wieder mal auf dem Platz. Hat ja auch gefehlt. Hat man auch gemerkt bei den Bayern. Mainz ist beim Ballbesitz. Burkhardt. Da Costa. Burkhardt. Ballverlust. Alaba macht das sehr gut. Davies. Lewandowski. Der noch ohne eigenen Abschluss ist hier am heutigen Nachmittag. Mainz ist dazwischen. Bell. Juste. Oder Just. Ich sag lieber Just. Das passt, glaube ich, besser. Am Ende ist dann wahrscheinlich immer sowas wie Juste oder so. Mainz 05 wechselt jetzt. Latza kommt und Mwene geht. Frischer Wind kann nie schaden. Und noch steht es ja nur 1:0 für die Bayern. Da kann für die Mainzer noch was gehen. Da Costa. Bringt die Flanke da aber nicht rein. Davies macht das sehr gut. Den Raum da sehr eng. Alaba, Davies, Goretzka, Alaba, Boateng. Schöner Weiterpass auf Coman. Geht da was jetzt im Offensivbereich? Müller. Mainz macht es eng, aber Müller bleibt da am Ball. Davies. Coman, Davies und dann ist der Ball weg. Ja, die Mainzer Abwehr macht das zwischenzeitlich sehr, sehr gut. Wieder Wechsel bei Mainz 05. Robin Croissant kommt für Robert Glatzel. Und bei den Bayern kommt Jamal Musiala für Thomas Müller. Musiala hat im letzten Spiel 2 Tore erzielt, einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen. Wechsel also durchaus verständlich. Müller am heutigen Tag mal wieder Vorlagengeber. Bleibt der beste Vorlagengeber der Liga. Barrero, Barrero. Der Pass war gut. Aber Boateng passt da auf. Das war vielleicht die beste Möglichkeit, die Mainz hatte im ganzen Spiel. Trotzdem liegen sie nur 1:0 hinten. Also sie machen auch sehr viel richtig am heutigen Nachmittag. Natürlich, sie sind hier Außenseiter. Man erwartet gar nicht von ihnen, dass sie hier einen Punkt holen. Aber es ist immer noch möglich. Das ist kein Abseits. Das könnte gefährlich werden. Barrero müsste die Flanke jetzt bringen. Nimmt den Pass da auf Da Costa. Da Costa ist durch und Tor. Spielt sich da wunderbar vor Neuer. Und macht es dann ganz eiskalt, ganz ruhig. 1:1. Das ist nicht unverdient. Die Mainzer haben in diesem Spiel sehr viel richtig gemacht. Sieht man es nochmal. Lässt er wunderbar, ich glaube Davies war es, aussteigen. Und dann kann Neuer nur noch gucken, was macht er. Aber reagieren ist da aus der Distanz nicht mehr wirklich drin. Also wunderbar gemacht. Gar keine Frage. Und wie gesagt, auch nicht unverdient. Daniel Da Costa 1:1 steht jetzt also nach 80 Minuten. Oh, und dieses Ergebnis, ich betone es gerne nochmal, das wäre nicht unverdient. Nächster Wechsel bei Mainz 05, Wechsel Nummer 3. Ich sage euch gleich, wer da für wen gekommen ist, wenn es mir eingewendet wird. Und zwar... Hallo, FIFA. Ja, ich weiß, dass Mainz ein Tor geschossen hat.
Burkhardt geht, Jalai kommt. Also ein weiterer Offensivwechsel. Mainz will jetzt definitiv mehr in den letzten paar Minuten. Goretzka. Bayern wollen auch mehr, aber das muss erstmal passieren. Da schmeißen sich gegenseitig um, aber kein Foul. Latzer. Jetzt haben wir Chor. Kommt Mainz nochmal vor das Bayern-Tor. Schöner Pass auf Barrios. El Barrio. Das ist wieder Da Costa. Das war keine schlechte Idee. Aber das dürfte es auch gewesen sein für die Mainzer Offensivambitionen. 2 Minuten Nachspielzeit, die sind gleich rum. Gnabry haut das Ding nach vorne. 1:1 der Endstand. Leistungsgerechtes Ergebnis, würde ich sagen. Beide Mannschaften hatten eine richtig gute Chance und die haben sie genutzt. Mainz hatte hinten raus nochmal eben diese kleine Kopfballchance. Vielleicht mehr gegangen wäre. Vielleicht. Aber die 100%ige hat dann auch gefehlt. Und bei den Bayern kam da offensiv über die 90 Minuten plus einfach zu wenig, um dass man hier mit einem Sieg hätte vom Platz gehen können. Hier sieht man es nochmal. Sané mit dem 1:0 für den FC Bayern. In, ich glaube, 51. war es. Und dann hier Da Costa, 80. Minute. Dieses wunderbare 1:1. Das hat er wirklich klasse gemacht. Also da gibt es nichts. Kann man halt Bayern-Abwehr keinen Vorwurf machen, wenn du dich da ausspielen lässt, dann ist es halt so. Darf man sich zu Recht feiern. Ja, ein 1:1. Für die Mainzer ein Erfolg, für die Bayern. Ja, das tut ein bisschen weh. Jetzt muss man auf Leipzig hoffen, dass man hier schon die Meisterschaft dicht machen kann. Statistik. Schüsse 2:1 hatte Mainz mehr. Schüsse aufs Tor 2:1, beide Mainzer Schüsse gingen also aufs Tor, Ballbesitz 50-50, da haben die Mainzer ausgeglichen, sie haben definitiv in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr investiert als die Bayern, wollten es ein bisschen mehr diesen Punkt gewinnen und vielleicht sogar mehr. Zweikämpfe 7:7, da ausgeglichen, Fouls weiterhin 1:0 für Mainz, Karten gab es keine, Verletzungen gab es bei beiden eine leichte, sehen wir uns gleich mal an, wer da bei Mainz verletzt ist. Abseits 1 bei Mainz, 0 bei den Bayern, keine Ecken. Schussgenauigkeit 100% bei beiden. Passgenauigkeit 85% bei Mainz. Auch da eine Steigerung, eine klare. Und bei den Bayern weiterhin 93%. Ja, nehmen wir uns mal an, die Verletzungen waren nach Lonzo Davis in der 19. Minute und in der 86. Just bei Mainz 05. Ja, und in diesem Sinne, Leute, sage ich vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Würde mir wirklich sehr helfen. Und vor allem helfen, dass der Kanal von anderen gefunden wird, die vielleicht auch Interesse an diesem Content haben. Und schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr denkt, wie dieses Spiel heute ausgeht. In diesem Sinne, das ist also die Prognose FIFA 21 gewesen zur Partie Mainz 05 gegen FC Bayern München zum ersten Matchball für die Meisterschaft. Macht's nicht gut, macht's besser. Euer Schraubsel, bis zum nächsten Mal und ciao.